So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja, das letzte Mal sind wir stehen geblieben, immer noch im Prolog, wo wir mit unserem leicht bandagierten Kollegen aus dem Krankenhaus fliehen müssen. Genau hier an der Stelle. Wir waren relativ verletzt, weil uns gerade dieses komische Feuervieh angegriffen hat und wir haben uns selbst unser Bein gerichtet. Und Big Boss sieht ziemlich mitgenommen aus. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Abgefacke war zwischen dem letzten Part und diesem hier. Denn ich habe schon mal vor einiger Zeit versucht, weiterzuspielen. Und durch irgendeinen komischen Bug, der wohl häufiger auftritt, wie ich nachgelesen habe, wurde mein Spielstand gelöscht. Ich war zwar noch nicht weit, aber es war trotzdem nervig. Und dann musste ich es erst bis hierhin wieder spielen. Ich hoffe, ich habe auch soweit alles nachkreiert. Es kann sein, dass unser selbst erstellter Avatar vom Anfang nicht mehr hundertprozentig genauso aussieht. Aber ich habe versucht, genauso hinzukriegen, wie ich ihn da erstellt habe. Und ich weiß bis heute nicht, warum der überhaupt noch wichtig wird. Ich bin zwar jetzt auch schon relativ weit in meinem privaten Spiel, aber immer noch nicht durch. Deswegen, naja, mal gucken. Aber unser Kollege gibt uns hier erstmal Deckung, weil wir können noch nichts machen. Wir können uns zwar wieder relativ gut bewegen, aber wir haben noch keine Waffe oder sonstiges. Ui. Das war knapp. Aber er hat ihn erledigt, zum Glück. Ich wusste auch nicht, dass da jetzt noch einer kommt. Aber okay. Okay, machen wir. Gut, war ja jetzt nicht so das Problem. Und wir haben endlich unsere erste Waffe. Sehr gut. Oh, und es geht direkt weiter. Sag mal, wieso steht denn der jetzt da? Der stand doch gerade hier. Okay. Alles klar, den haben wir auch. Aber da scheint noch einer zu sein. Okay. Wo hat er die Waffe jetzt hingesteckt? Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Aber gut. Oh. Aber die hat kaum Schuss. Deswegen lass es lieber. Und ist die Schall gedämpft? Ja, aber kaum Schuss. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob der Typ noch lebt. Oder ob er sich gerade geopfert hat für uns. Das war auf jeden Fall keine schlechte Idee. Aber gut. Das gibt uns die Möglichkeit, hier so ein bisschen aufzuräumen. Aber schon krass, ne? Die veranstalten ein komplettes Gemetzel. Nur um einen Mann zu finden. Ja, und diese Zeitlupe, die ihr gerade gesehen habt, die gab es ja auch schon hier, wie das. Die gab es ja auch schon in Ground Zeroes. Das ist diese... Die hat auch einen Namen. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie heißt. Es gibt euch halt, wenn ihr entdeckt wurde, die Möglichkeit, nochmal so einen finalen Schuss zu machen. Was ich sehr gut finde, das erleichtert einige Situationen wirklich. Sei deine Gegner alles meilenweit weg und ihr habt nicht die richtige Waffe, dann hilft euch das natürlich auch nicht. Aber wie es so aussieht, kommen wir endlich frei. Und laufen hier erstmal raus. Oder auch nicht.
Na toll. Okay, also ich finde, man kann auf jeden Fall sagen, dass man gerade gesehen hat, dass diese Gruppe von Soldaten, die Big Boss suchen und diese übernatürlichen Wesen nichts miteinander zu tun haben, sonst würden sie sich nicht gegenseitig angreifen oder verwundert sein, was da auf sie zukommt. Wir können den Typen, ja, wir können ins Feuer laufen und verbrennen, was ich gerade sehr eindrucksvoll bewiesen habe. Wir können den Typen aber auch nicht wirklich verletzen. Ja, wenn es gar nichts mehr anders geht, versucht man halt so, ne? Okay, wir versuchen jetzt aber hier rauszukommen, weil dieser Kampf ist nicht für uns bestimmt. Und, oh, ich dachte schon, ich komme hier nicht vorbei. Okay, ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber ich baller halt mal um mein Leben. Ja, toll, und das war's auch schon. Munition ist leer. Oh, fuck. Get in!
I'm on your side. Hurry! Hurry! Hang on! Use this. Watch our backs. Shoot him! Ja, was soll man dazu noch sagen? Ein Wal aus Feuer, ein Einhorn aus Feuer und ein Kind, was verdächtig nach Psycho Mantis in jungen Jahren aussieht. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es ist. Ich kann es selber nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und jemand, der uns gerade rettet aus diesem ganzen Schlamassel. Ja, ihr seht schon, es fängt super bombastisch an. Es ist, das Problem ist allerdings, dass es gleich ein bisschen abflacht und lange Zeit erstmal nichts mehr passiert. Es bleibt leider nicht die ganze Zeit auf diesem Niveau, weil wir müssen jetzt erst versuchen, den Typ hier, der uns schon die ganze Zeit auf den Sack geht, irgendwie von uns fernzuhalten. Aber wie wir ja gesehen haben, Kugeln machen ihm irgendwie nichts aus. Sie verlangsamen ihn höchstens. Aber sterben kann er dadurch nicht. So. Ja, und unser Kollege, der uns durchs ganze Krankenhaus begleitet hat, ist plötzlich entweder gestorben oder er ist verschwunden. Vielleicht hat es ihn auch nie gegeben. Auch das ist eine Frage, die ich euch noch nicht beantworten kann, weil ich es selber noch nicht weiß. Ich muss jetzt nur gucken, dass wir endlich vor diesem Typen hier abhauen. Und meine Munition neigt sich auch langsam dem Ende. Ich hoffe mal, dass wir das noch überleben. Weil er wirft, glaube ich, hier gerade mit allem um sich, was er hat. Aber ich treffe ihn immerhin. Auch wenn es offensichtlich viel bringt. Ah, aber ich... Ja, scheint uns nicht mehr zu verfolgen. Ja, am Arsch. Denkt man gerade. Was soll feuern, wenn er angreift? Warum? Na toll. Komm, lad schneller nach. Wir haben uns verarscht. Yay, und wir haben unsere erste Mission bestanden, auf S-Rang sogar. Cool. Damit haben wir den Prolog abgeschlossen, das ist sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch mal schnell einen Cut hier, damit ihr euch auch mal von dieser ganzen Action erholen könnt. Also wie gesagt, es ist super bombastisch der Anfang und der hat mich damals auch echt beeindruckt. Aber danach flacht es jetzt leider ein bisschen ab. Das wird jetzt leider nicht mehr so häufig vorkommen, sowas. Aber ja, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht und wer der Typ ist, der uns gerettet hat und wie sich das alles entwickelt. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Also bis dann. Ciao.